Jo Leute, willkommen zurück bei, was ist das hier eigentlich? Ach, ist scheißegal. Auf jeden Fall wollte ich mich einfach mal zurückmelden. Und zwar ist es nämlich so, dass ihr bestimmt schon gemerkt habt, dass jetzt seit diesem Jahr, beziehungsweise seit 5 Monaten einfach überhaupt nichts mehr kam. Das liegt daran, dass ich seit Februar überhaupt kein Metin 2 mehr so wirklich spiele. Und genau das ist auch der Grund, warum ich dieses Video mache. Und zwar möchte ich mit YouTube auf jeden Fall weitermachen. Und an Metin hält mich einfach überhaupt nichts mehr im Moment. Deswegen muss ich euch damit sagen, mit Metin ist auf jeden Fall jetzt leider genug. Ich hoffe, ihr versteht das. Ich werde auf jeden Fall jetzt gleich dann noch näher drauf zurückkommen. Und zwar werde ich da eben ein bisschen, ja, mal euch so eine andere Richtung näher bringen, weil was ich so in der nächsten Zeit vorhab, ist halt eben was anderes auszuprobieren, auch unter anderem hier solche Talk-Videos zu machen oder halt irgendwie was Unterhaltsames. Ich möchte auf jeden Fall auch andere Let's Plays und sowas in der Richtung machen und da gebe ich euch jetzt gleich einfach mal so einen kleinen Einblick davon. Und ich würde sagen, wir labern nicht lange rum, weil dazu ist das Video nicht da, denn ich möchte euch einfach weiterhin unterhalten. Und auf jeden Fall viel Spaß dabei und bis gleich. So Leute, und damit willkommen zu Mario Kart 8 Deluxe. Bam, 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 badam. Okay. Start. Ja, wenn wir hier auf den Einzelspieler gucken, habe ich hier schon ein bisschen freigeschaltet. Noch nicht alles, aber das, was ich brauche, habe ich eigentlich schon. Also die Fahrzeugteile und so weiter, die ich gerne verwenden möchte, denke ich mal, habe ich. Ich weiß es nicht genau, weil ich Mario Kart 8 auch nicht komplett durchgespielt habe. Aber wir wollen jetzt einfach mal ein bisschen hier den Online-Modus unsicher machen. Alles klar. Ja, Leute, läuft bei mir richtig. Und zwar sind gerade Wartungsarbeiten. Und ich wollte natürlich genau dann aufnehmen, wenn Wartungsarbeiten bei Mario Kart 8 Deluxe sind. Ist ja so gängig, ne? Nee, ist halt ein bisschen blöd gelaufen. Dann spielen wir halt eben Mario Kart 8 und demnächst dann Mario Kart 8 Deluxe eventuell. Und auch vielleicht auch irgendwelche anderen Sachen. Aber ja, gut. Gucken wir mal, ob es hier wenigstens funktioniert. Der Online-Modus. Zack. Ah, ja, das ging ja schnell. Drüben hat es viel länger gedauert und ging nicht. Mal schauen, ob noch jemand Mario Kart 8 spielt. Wahrscheinlich im Moment vielleicht sogar schon, weil eben, wie gesagt, die Server nicht funktionieren. Dann schauen wir, ich habe halt natürlich hier wieder ganz anderes Fahrzeug. Fahrzeug habe ich nicht freigeschalten hier. Ist natürlich jetzt ein bisschen Umgewöhnung. Ich weiß gar nicht. Muss ich mal gucken, was der für. Okay. Lahme Schneckendinger. Naja. Was willst du machen? Naja, gut, dann nehmen wir halt das hier und dann fahren wir halt einfach mal eine Runde hier. Mario Kart 8. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ja, doch, ging sogar sehr schnell, dass wir jetzt hier ein Lobby gefunden haben, wo wir zusammen Mario Kart zocken können. Mal schauen, gespannt, welche Strecke hier dran kommt. So, eine gemischte Runde: Italiener, Deutsche, Spanier und so weiter und so fort, Frankreich.
Dum, da, da, dum, dum, da, dum. Mario Kart 8, nicht Deluxe. Und los geht's. Auf in die erste Runde. Und erster wäre natürlich Bombe. Erster wäre wirklich der ultimative Wahnsinn. Ja, und jetzt reden wir einfach mal darüber, wie es demnächst hier auf diesem Kanal weitergehen wird. Oh, diese Pisse. Nein! Was machst du? Auf jeden Fall wird es in der nächsten Zeit hier komplett andere Games geben. Es wird bunt gemischt sein. In dem nächsten Video werde ich da ein bisschen näher drauf eingehen und, oh Scheiße. Und werde auf jeden Fall da ein paar Games zeigen, die ich zu Hause habe, die wir spielen können. Wie es laufen wird, weiß ich noch nicht, ob es Let's Plays werden oder ob ich die Videos schneide oder ob ich es so mache, wie ich gerade Lust habe. Aber Mädchen wird es definitiv auf diesem Kanal nicht mehr geben, weil ich einfach keinen Spaß mehr daran habe, Mädchen-Videos zu machen und weil es mir scheiße verdammt. Weil es mir schwerfällt, überhaupt noch Mädchen-Content zu bringen. Oh, du Pisser, du. Ja, egal. Weil es mir schwerfällt, noch Mädchen 2 Content zu bringen. Denn mit dem Content bin ich einfach selbst nicht mehr so richtig zufrieden und das ist halt eben auch das Problem. Fuck. Na, die Runde war nicht so geil. Ach, es ist noch eine? Ja gut, vielleicht holen wir uns noch den ersten Platz. Also das könnte dazu beitragen, aber ich denke nicht. Fängt auf jeden Fall ein bisschen Kacke an. Komm her. Das ist halt natürlich auch gerade wieder so eine Strecke, die ich einfach nicht gut kann. Vor allem hier diese Scheißkurve. Wahrscheinlich letzter, oder? Nein, nicht ganz, aber fast. Komm schon. Ich hol den ersten Platz noch nicht. Ja, ist ein bisschen scheiße gelaufen. Nächste Runde wird besser. Nächste Runde wird besser. Ich werde auf jeden Fall 4 Runden oder so machen. Auf jeden Fall, wo waren wir? Mir fällt es im Moment wirklich schwer, Metin 2 Content noch zu bringen, weil erstens, man macht halt wirklich immer das Gleiche. Das Einzige, was ich gemacht habe am Ende noch, ist den Drache farmen und ja, das wird halt irgendwann komplett langweilig. Und auch im High Level gibt es für mich ehrlich gesagt nichts mehr zu bieten, was mich noch interessieren würde. Ich habe nach 10 Jahren Metin einfach schon alles gesehen und man hat wirklich alles mal durchgemacht. Man hatte seine Glanzzeit und ja, für mich gibt es halt da wirklich nichts mehr, was mich noch reizt und was mir noch richtig Spaß daran macht. Und das wird sich wahrscheinlich auch die nächsten Jahre nicht so schnell mehr ändern, auch jetzt mit dem neuen Server. Das wird wahrscheinlich auch nichts dazu beitragen und deswegen, wie gesagt, seit Februar zocke ich nicht mehr so wirklich und ja, muss einfach jetzt was Neues her. Ich muss einfach jetzt komplett einmal den Kanal ändern, weil ich, wie gesagt, mit YouTube weitermachen möchte. Aber Metin klaut mir die Motivation einfach dazu. Oh mein Gott. Noob Style Number One. Ich bin Neunter, egal. Jetzt holen wir uns hier so einmal die Rakete und dann geht's wieder nach vorne, oder? Oder auch nicht. Egal, wir schaffen das noch. Ich werde euch auf jeden Fall. What the fuck? Da bin ich noch nie runtergeflogen. Ohne Witz, da bin ich noch nie runtergeflogen. Egal. Verdammt. Ist halt natürlich auch wieder ungewohnt, weil ich die ganze Zeit ein anderes Bike genommen habe. Aber man muss dazu sagen, Mario Kart 8 Deluxe kämpft im Moment wirklich extrem mit Serverproblemen, mit Lags und was weiß ich was noch alles. Das habe ich hier bei Mario Kart 8 einfach nicht. Ich hoffe, dass sich das die nächste Zeit noch bessert. Komm, wir fahren hier durch. Natürlich ein bisschen scheiße. Aber
Ja, das wird schon, das wird schon. Hoffe ich doch. Aber ich hoffe eher, dass wir jetzt erstmal nach vorne kommen und dann wenigstens mal. Das Glück ist nicht auf meiner Seite heute. Gestern warst du die ganze Zeit Erster und jetzt hier. Was soll das? Verarsche, oder? Komm her. Ich krieg dich. Ich krieg dich. Italiener, bleib stehen. So. Komm schon. Fünfter. Verpisst euch. Vierter. Ich werde noch Erster. Irgendwie. Okay, vielleicht doch nicht. Die Leute da vorne. What the fuck? Wie weit vorne sind die eigentlich? Oder sind die hinten? Ach so, ja, vorne und hinten. Scheiße. Alter. Naja, heute ist nicht mein bester Tag anscheinend. Nee, nee, nee. Dich hole ich noch. Das ist bei Mario Kart 8 Deluxe auch ein bisschen geiler, bei dem Driften zum Beispiel. Da gibt es noch einen Boost mehr, den man sich aktivieren kann. Fuck. Den man sich aktivieren kann, wenn man lange driftet. Und dann kriegt man nochmal einen extra Turboschub. Das ist hier auch nicht der Fall. Aber das zeigen wir dann, oder das zeige ich euch dann, wenn wir mal Mario Kart 8 Deluxe zocken. Ist echt blöd. Ist echt total blöd gelaufen gerade. Naja, Fünfter. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Komm schon. Irgendwas Geiles. Nein, sind alle scheiße. Yay. Jetzt aber. Dun, 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 dun. Nächste Runde. Go, go. So, Leute, jetzt holen wir uns den ersten Platz. Könnt ihr drauf wetten, ich bin der Mario Kart Meister. Ups. Nicht mal hier so ein Fragezeichen geholt. Was ich bei Mario Kart 7 geiler fand, war, dass man mit dem Bike dann eben auch noch, ja, also in Art Hochstarter, sage ich jetzt mal, machen konnte. Nicht nur Starter, beziehungsweise. Man konnte halt eben die ganze Zeit hier noch so sich ein bisschen Geschwindigkeit mitholen. Das fand ich da geiler, muss ich sagen. So, komm schon, wir werden heute noch Erster. Ja, du bist gleich auch weg. Ich hol dich. Hallo, was wollt ihr da vorne? Ups, das war Fail, aber ja. Egal, ich krieg die noch. Ist halt ein bisschen blöd. Ich habe nicht gerade das schnellste Bike hier. Das ist echt scheiße, weil ich es nicht freigeschalten habe, das andere. Okay, das war Kacke. Komm schon. Ich hol dich. Nein, nein, geh weg, geh weg. Scheiß Koopa-Panzer. Komm, treff, 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 treff. Treff irgendjemand. Na, kein Stunt. Hallo? Ist die Taste kaputt oder so? Was gestern auch mega nervig war bei dem Pro-Controller von der Switch. Hat irgendwie mein Kart die ganze Zeit nach rechts gelenkt, nee, nach links war es, glaube ich sogar. Und das hat mega abgefuckt. Da habe ich die Bewegungssteuerung angemacht, kurz, wieder ausgemacht und dann ging es wieder. Aber schon auf jeden Fall ziemlich komisch. Sag mal, warum fahren hier überhaupt so viele scheiß Dinger? Ey, das gibt's gar nicht. Naja, Vierter. Komm, wir machen noch eine Runde.
Die Regenbogenstrecke. Ich bin so schlecht. Egal. Dafür kann ich driften. Ja, komm, komm. Ja. Und jetzt. Ich hol dich noch. Kommt schon. Jetzt aber. Einmal hier rüber und zack, bumm. Der Michael ist vor mir. Und der Alessandro hat sich gerade verabschiedet. Und jetzt verabschiedet sich hoffentlich. Och Gott, ey. Was ist das denn? Oh mein Gott. Naja. Weißt du, wenn du diese Pflanze hast, ne, dann vergisst du immer zu steuern, weil du denkst so, yo, erstmal alle hier crashen. Und dann passiert sowas. Egal. Was auch bei Mario Kart 8 Deluxe ziemlich geil ist, ist, dass man zwei Items tragen kann. Das kann man hier nicht. Ja, das kann man hier nicht. Und ich stelle mich gerade an wie so ein Noob, ey. Komm schon. Geh da rüber. Ich fahre nämlich immer lieber unten. Naja, ihr werdet ja dann sehen, wenn ich dann mit dem Kart fahre, mit dem ich am liebsten wirklich fahre. Kart, sage ich, mit dem Bike. Dritter bin ich jetzt. Vielleicht kriegen wir noch den... Wie weit sind die vorne? Ach du Scheiße, wie weit ist der Typ vorne? Den kriege ich niemals mehr. Das ist halt bei Mario Kart 8 Deluxe auch ein bisschen anders. Da kannst du gar nicht mehr wirklich so richtig viel Abstand, meiner Meinung nach. Oh, der driftet wie... Oh Mann, was ist das? Ich mag es halt lieber, wenn du besseres Handling beim Driften hast. Der hier driftet wie so eine Kakerlake. Keine Ahnung. So ein Scheiß. Ja, komm, verpiss dich. Dafür kann man halt wirklich auch mal bremsen. So, jetzt aber. Wir können eigentlich nicht mehr viel dran ändern an unserem Platz. Außer jetzt passiert wirklich ein Wunder. Na, viel geht nicht mehr. Vierter. Naja, schade. Egal, machen wir noch eine Runde. Ich muss ja hier noch ein bisschen meinen Skill rausholen. So, jetzt aber. Jetzt werden wir auf jeden Fall Erster. Denn das ist eine Strecke, die ich überhaupt nicht kann. Aber sei's drum. Ich versuche trotzdem mein Bestes. Vielleicht wird's ja was, ne? Oh, du Pisser. Geh weg. So schlecht sieht's im Moment gar nicht aus, aber hier spielen gar nicht viele mit, merke ich gerade. Ja, sind relativ wenig. Das hast du bei Mario Kart 8 Deluxe halt absolut überhaupt nicht. Denn, ja, das ist neu und da sind natürlich dann noch viele Spieler unterwegs. Hier rechts, da konnte ich auch nie richtig durchfahren. Ich versuch's jetzt einfach mal. Vielleicht schaffen wir es, ja. Ja, hat diesmal geklappt. Nice. Komm schon. Was mache ich da? Nein. Geh weg. Donkey Kong, was machst du da vorne? Du hast da vorne absolut nichts zu suchen. Hauptsache, ich krieg ihn nicht. Hauptsache, ich krieg ihn einfach nicht. Genau. Fünfter. Was? Hä? Kann doch nicht sein. Komm schon. Oh. Ach du Scheiße. Wie Fünfter? Warum? Was habe ich getan? Komm, treff ihn. Warum trifft er den nicht? Naja, egal. So, jetzt aber. Komm, jetzt. Drecksack, du.
Elender Drecksack. Schon wieder Fünfter. Ich bin doch dieses Mal wirklich nicht schlecht gefahren. Okay, ich bin einmal runtergeflogen, glaube ich. Aber das war schon ein bisschen dumm, aber ja. Komm schon. Ich hol dich. Hol dich. Das ist halt wirklich das falsche Bike einfach. Du siehst doch, ich komme gar nicht vor, egal wie schnell ich fahre, egal wie gut ich fahre. So. Okay. Einen Stern haben wir. Ich habe nur noch eine Möglichkeit und das ist hier vor, naja, Dritter. Dritter ist ja ganz gut. Naja, eigentlich nicht, weil das sind schon ein bisschen wenig Spieler, aber naja. Okay, dann war es das fürs Erste und man sieht sich auf jeden Fall demnächst wieder. Bis dahin, ciao.